So, hallo meine Freunde. Ich bin's wieder, Gunshot. Heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Gunshot. Quasselt einfach mal wild drauf los und gibt euch ein paar Infos. Wieso, weshalb DayZ zurzeit etwas wenig von mir Let's Played wird. Damit ihr da nicht ganz auf dem Trockenen bleibt. Und zwar, jetzt gerade erstmal sind wir auf dem Airfield. Hier habe ich mich zuletzt ausgeloggt. Ich habe natürlich zwischendurch gespielt. So ist es nicht. Nur leider nicht Let's Played, weil die Aufnahmen, die dann entstanden wären, auch definitiv nicht so. Ja, die waren nicht so berauschend, will ich mal sagen. Das hätte euch dann bloß Langeweile beschert und das wollen wir ja nicht. So. Und zwar habe ich erstmal weniger gespielt, natürlich dadurch, dass mit den ausbleibenden Updates und den ausbleibenden Sachen, die sie versprochen haben, teilweise mir doch etwas die Lust vergangen ist, hier weiterzuspielen. Und war etwas gefrustet. Ich denke mal, dass alle unter euch kennen das so ein bisschen. Aufgehört habe ich, als die Zombies so extrem stark waren. Wirklich extrem. Ich weiß gar nicht, mit der Firefighter-Axt. Glaube ich, 7 Schläge und das war einfach zu heftig. Ich meine, so viele Kampfsituationen, die man dann hatte, waren dann einfach dementsprechend voll von Arsch. Weil man konnte sich nicht auf den Feind an sich konzentrieren, weil der Kack-Zombie ja nicht viel. Das hieß, man musste schießen, es war nichts mit Anpirschen, es war nichts mehr mit Taktik, sich irgendwie lautlos irgendwo ranzuschleichen. Es ging halt kaum. Naja, denn natürlich war es noch oft buggy. Ich weiß gar nicht, wie oft ich einfach so gestorben bin, wieder, ohne dass was war. Einfach nur dadurch, dass man sich ausgeloggt hat und man wollte am nächsten Tag weiterspielen. Oder Server Restart und man ist halt auch wieder am Strand gestartet und so weiter und so weiter. Ich denke mal, ihr kennt die Probleme auch. Lasst mir doch am besten mal was in den Kommentaren, wie ihr so die letzte Zeit erlebt habt, gerade in dem Zeitpunkt, wo das mit den Zombies so extrem war. Ja. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen gucken. Ich bin jetzt frisch auf den Server hier gestartet, gejoint, der angeblich nicht neu starten soll. No Restarts steht da. Ich weiß nicht genau, ob man das so glauben kann. Guck hier mal ein bisschen lang. Ich glaube, Sachen an sich brauche ich nicht wirklich. Ich habe selbst gesehen, ich habe jetzt gerade eine AK. Ich habe eine MP5 noch im Rucksack und ein schönes Longhorn. Das habe ich dann schon bekommen, also auch die neueren Sachen, die halt schon implementiert sind. Ja. An sich, natürlich sollen in der Zukunft jetzt auch wieder Let's Plays folgen von DayZ. Natürlich wie gewohnt auch mit Oberst Leo wieder. Das versuchen wir natürlich wieder zusammen auf die Beine zu stellen. Und natürlich wieder mit unseren Gästen, mit dem Diablo, mit dem Faelord, mit dem Sexy, je nachdem wie die Zeiten das zulassen. So. Damit wollen wir uns dann natürlich wieder ein bisschen Material geben, was ihr euch anschauen könnt. Gerade weil der sie ja auch wirklich eins eigentlich meiner Lieblingsspiele ist. Aber ich, ja, wie soll man das sagen? Watch Dogs kam jetzt natürlich noch, was ihr bestimmt bemerkt habt. Und ja, das frisst halt auch einiges an Zeit. Und wie gesagt, man war halt noch etwas gefrustet. Oh, guck an. Vom Ganzen an sich. Ich würde sagen, wir schichten einfach mal um und nehmen uns die heile Moonbox. So, jetzt habe ich wieder komplett den Faden verloren. So, mitnehmen. Ich überlege gerade, eigentlich könnte ich die, falls in Zukunft noch einer auch eine braucht, von meinen Mates, könnte ich die mitnehmen. Ja, ach so, und ihr merkt sicher gerade, dass ich komplett alleine unterwegs bin. Und bin ich in DayZ eigentlich sehr ungern. Ich rate auch jedem, der DayZ spielt und die, die es schon länger spielen, alleine macht dieses Game definitiv keinen Sinn. Und schon gar nicht eigentlich auf dem Airfield hier. Aber ja, ich bin jetzt mal gerade ein bisschen. Puh, ich weiß es nicht. Ich scheiß gerade drauf. Wenn ich jetzt was verliere, dann verliere ich halt was. Lass nicht das Ding einfach mal ein bisschen rumlaufen. Einfach mal ein bisschen in der Sie mich umgucken. Was habe ich da für ein Ding drauf? Ja, na gut, das ist besser. Die Flares sind noch schön. Jetzt kann man ja auch endlich die
Feuerstellen machen, was ganz lustig war. Kamen einige Situationen mal eben schnell mitten auf dem Turm, wo ich dann einfach der Meinung war, ein Feuer zu entzünden. Da kamen doch schon heftige Szenen bei raus. Das Dumme war natürlich, genau in dem Moment habe ich natürlich nicht aufgenommen, aber solche Dinger werden noch öfter passieren und ich werde dann auch meinen F9-Knopf für Fraps definitiv schon vorbereitet haben, damit mir so eine Situation nicht wieder entgeht. Jo. Ansonsten habe ich hier noch viel vor nächster Zeit. Im September kommen ein, zwei Spiele noch raus, die ich Let's Playen will. Eins davon kann ich euch schon mal verraten. Das wird definitiv Schlacht um Mittelerde sein. Mordors Schatten, weil es mich einfach so von der Storygebung und so weiter und vom ganzen, wie es aufgemacht ist und mit diesem Ghost-Modus und so weiter, doch schon ziemlich interessiert. Und ich euch natürlich wie immer daran teilhaben lassen möchte. Dann kriegen wir das sicherlich auch hin. Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen abgelenkt, weil hier natürlich überall Spieler sein kann, aber es scheint so, dass auf diesem Server die Mehrvielzahl sich wohl hier nicht rumtreibt. Das sagte er und ja. Starb im nächsten Moment, was zum Glück nicht passiert. Überlebt. Ja, hier geht einem doch schon immer öfter mal die Pumpe. Desto länger man es denn nicht gespielt hat, desto mehr merkt man, wie man vorher an sich so ein bisschen abgehärtet war. Was jetzt nicht mehr der Fall ist, dass ich doch jetzt mit Vorsicht beginne. Und natürlich, weil der Rucksack brechend voll ist bei mir. Und ich das natürlich ungern verlieren will. Das wäre nämlich sehr schade. Ich gucke das jetzt alles hier so gerade ein bisschen alleine durch. Eigentlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wollte ich gerade eine Runde Battlefield auch mal wieder zocken. Wegen Dragon's Teeth. Ja, Origin hat dann irgendwann mal bemerkt, dass dieses Game auch runtergeladen werden muss. Und ja, es lädt jetzt gerade runter. Und ich dachte, ich mache was Sinnvolles und mache einfach mal ein Video zu DayZ in dem Moment. Ja, gerade auch natürlich, um mit euch auch wieder den Kontakt aufzunehmen und ein bisschen mit euch zu quatschen. So, an sich würde ich es natürlich auch begrüßen, wenn ihr mir wieder Kritik da lasst und so weiter. Soll ich wieder öfter DayZ spielen? Und was würdet ihr gerne von mir in DayZ sehen? Was wollt ihr machen? Nervt euch das, wenn ich andauernd DayZ sage? Oder soll ich DayZ sagen? Ist eigentlich auch egal. Ich gebe euch da nicht wirklich eine Möglichkeit, weil ich eh wahrscheinlich immer wieder DayZ sagen werde. So, hier haben wir jetzt Munition, die wir nicht brauchen. Ja. Gut. Was stört euch natürlich? Kritikpunkte und so weiter. Und natürlich kein Kritikpunkt an euch, mehr eine Bitte. Schreibt doch einfach eure Fragen, die ihr habt, wenn es geht. Auch einfach in die Comments. Ist für mich etwas einfacher als die privaten Nachrichten. Meine private Nachrichtenfach, ich muss da ganz ehrlich sagen, da gucke ich irgendwie relativ selten rein. Ich überprüfe wirklich täglich und öfter mal die Kommentare, die ja noch relativ mau sind. Aber halt der Posteingang ist dann dementsprechend, wie ich sehe, dass ich dann aus Versehen mal 4, 5 Tage lang nicht antworte. Ja, über die Kommentarfunktion habt ihr definitiv schneller die Möglichkeit, an eine Antwort zu kommen. Da garantiere ich euch innerhalb von 24 Stunden definitiv eine Antwort. Im schlimmsten Fall, wie gesagt, nach 24 Stunden zu schreiben. So, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ich glaube aber, hier werde ich euch nicht großartig actionreich was zeigen können. Wir gucken noch mal kurz rum am Gefängnis. Wenn die Türen jetzt offen sein sollten. Oh oh. Entweder Grafikbug oder sie sind tatsächlich offen. Dann kann es wirklich sein, dass hier jemand ist. Türen sind offen. Na gut, wenn der Server nicht restartet, ist natürlich klar. Dass hier jemand sein kann. So, jetzt habe ich natürlich auch. Okay, da muss ja frontal. Ich habe jetzt die hinteren oder den Anfang vom Airfield
Natürlich schon nachgeguckt. Das heißt, da könnte er nicht sein. Ich kann jetzt hier mal einfach reingucken. Na? Zellenberg. Unvorbereitet. Okay, Waffen mal in Anschlag nehmen. Okay, hier scheint keiner zu sein. Hier auch noch eine Moonbox. Was ist denn jetzt los? Andauernd suche ich Moonboxen und da findest du keine. Und jetzt, wo ich allein bin hier. Okay, hier scheint keiner mehr zu sein. Es ist halt auch kein Long Range Scope oder so, dass ich sagen kann, einmal durchgucken. Aber er scheint hier auch irgendwie nicht viel mitgenommen zu haben. Pistol liegt hier noch oder er war überfüllt und will nicht looten. Ja, was mich vor allem interessiert, gerade seit den Updates, wo hängt ihr rum? Ne? Ich meine, Airfield, jetzt hier das große, ich bin jetzt gerade beim Nordwest Airfield. Kurzer Blick auf die Karte. Ja, beim Nordwest Airfield ist eigentlich ja in letzter Zeit auch nicht mehr so viel los, glaube ich. Es dürfte sich alles mehr so nach Richtung Berenzino, Küste oben, Svetlojarsk oben rechts und daneben natürlich die große neue Stadt verlagert haben. Ich nehme das zumindest einmal an. Ich war da schon einmal und wir hatten natürlich auch direkt Kontakt, aber auch nicht so viel, dass ich sage, jetzt hängen sie alle rum. Und ja, sagt mir doch mal, wo spielt ihr Daisy zurzeit? Was ist so eure Location, wo ihr immer Action habt? Jetzt sagt mir bitte nicht Elektro, da hat doch keiner mehr Bock hinzulaufen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Gut, wir gucken jetzt hier den ganzen Scheiß nochmal ein bisschen nach. Vielleicht finden wir ja mal ein Friendly eingestellt. Was zu meiner nächsten Frage kommt. Vielleicht finden wir mal einen Friendly gesinnten Spieler. Friendly gesinnten Spieler. Jetzt laber ich auch schon wieder einen Scheiß. Da kommt ein Zombie. Okay, damit uns natürlich jetzt der Zombie nicht direkt. Ja, das ist natürlich auch wieder total schlau. Er bleibt jetzt während des Laufens, um die Axt zu ziehen, komplett stehen. Ja. Kriegen sie eine Sache hin, versauen sie eine andere wieder. Ein bisschen ärgerlich. Aber naja, ist eine Alpha. Und ist gut. Aber ärgern darf man sich trotzdem. So. Ja, mir wurde jetzt in letzter Zeit auch von Diablo und so berichtet, dass, keine Ahnung, jetzt auch immer nach den Updates mehr Friendly-Spieler rumrennen. Ich selbst habe das noch nicht so erlebt. Die sind alle immer noch so eine Arschgeigen und ballern erst, bevor sie überhaupt was machen. Selbst wenn man, ja, als Bambi rumrennt. Weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Wenn ja, schreibt es doch mal in die Comments. Und gerade das fehlt mir halt auch so ein bisschen bei Daisy. Gerade von der Anfangszeit von Daisy, weiß man ja selber noch. Ich bin rumgerannt, keine Ahnung wohin. Und auf einmal kam dann natürlich aus dem Wald. Bei Berenzino war das noch, das weiß ich ganz genau. Kam eine voll ausgestattete Gruppe. Also vier Leute oder was. Kam aus dem Wald. Ich hatte bloß einen Rucksack auf, den ich Oberst Leo mitbringen wollte auch. Noch einen zweiten, der drin war. Und sonst nichts. Ich brauchte dringend was zu trinken. Und nahrungstechnisch ging es vielleicht gerade noch so. Und auf jeden Fall kamen die dann an und sagen, ja, Hands up und so weiter. Ich sollte mich hinknien und so richtig gut vorgegangen und haben mich dann angewiesen, mich hinzulegen, meinen Rucksack abzulegen, mich dann 10 Meter davon zu entfernen. Es war schon echt cool gemacht und ich habe echt gedacht, boah, geil. Das war definitiv keine Fehlentscheidung, dieser Kauf. Und war einfach hellauf begeistert, wie das da ablief. Ne? Alles war neu, alles lief super und man konnte mit Leuten reden, selbst in Elektro. Man glaubt es nicht. Ja, und jetzt versucht ihr doch mal in Elektro mit jemandem zu quatschen. Also selbst wenn ihr jemanden findet, ist irgendwo einer auf dem Sniper-Hill, sieht das und wird euch ganz schnell den Mund mit Mosin Moon vollpumpen. Gut.
dun, 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 dun. So. Ich sage schon wieder so oft das eine Wort. Wer es rausfindet, kann es auch in die Comments schreiben. Ja, hier scheint echt nicht viel zu gehen. Ich konnte jetzt aber auf jeden Fall ein kleines Pläuschen mit euch halten. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein paar Fragen davon beantwortet und mir ein bisschen zeigt, was ich besser machen kann, was euch so interessiert und ob ihr mir es übel nehmt, dass ich jetzt mit Daisy eine Zeit lang halt aufgehört hatte. Ja, wäre halt echt schon nice, wenn ich das erfahren würde. Ansonsten natürlich auch von euch Fragen, einfach ab in die Comments, wie ich schon gesagt hatte. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu bearbeiten und euch auch natürlich irgendwo bei zu helfen, wenn ich das irgendwie schaffe, wenn das irgendwie in meiner Macht steht, helfe ich natürlich auf jeden Fall gerne. So, wie gesagt, wer jetzt ein bisschen denkt, ich bin hier ein bisschen unkoordiniert unterwegs, ja, das mag sein. Einmal bin ich ein bisschen müde, gerade von der Arbeit gekommen. Und andererseits habe ich auch echt ein bisschen Schiss, hier drauf zu gehen gerade, weil das ist alles gelootet irgendwo. Gut, und der Zombie hat mich da hinten gesehen. Okay. Naja, gut, zum Abschluss werde ich euch nochmal ein bisschen Geballer demonstrieren. Nicht wahr? Einmal mit der AK. Gut, das war die AK. Hört sich ganz süß an. Jetzt die MP5. Ah ja, ich habe übrigens ein schönes PU-Scope drauf. Man beachte die Schussfolge. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Und zu guter Letzt, oh, haben wir natürlich noch das Longhorn. Und jetzt gucken wir aber erstmal, wo unser Zombie kommt. Gut. Wäre jetzt natürlich schön. Das Longhorn hat ja so ein kleines Scope drauf auf der Pistole. Somit ich müsste jetzt natürlich einmal. So, und das war's dann mit dem Zombie. Der Schuss ist echt mächtig vom Longhorn. Der knallt ordentlich. Da erschrecken sich die Leute auf jeden Fall. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten und euch ein bisschen einblicken lassen, was in nächster Zeit so kommt. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.